Polizei weckt mich um 7 Uhr morgens wegen Shelly. Das ist doch mal interessant. Was war das für ein Chaos heute Morgen, ja? Was war das für ein Theater? Musste das sein? Musste das sein, Shelly? Ich meine, du hast so eine... Er will uns zeigen, dass er ein teures Parfüm hat. Ich kenne das nicht, aber anscheinend ist es teuer, wenn er das zeigt. Familie. Ich habe eine Familie. Was würden deine Eltern sagen, wenn auf einmal um 7 Uhr morgens die Polizei dich weckt? Wegen so einer Kinderkacke. Würdest du es geil finden? Wie soll ich meiner Mutter noch mit 22 Jahren erklären, wieso die Polizei uns weckt? Wie soll es gehen? Was denkst du, wie enttäuscht meine Mutter war? Erklär mal meiner Mutter... Was für deine Mutter? Du hast deiner Mutter ein Haus gekauft. Das gehört dir. Deine Mutter darf mietfrei leben. Wenn du willst, Polizei kommt Tag und Nacht rein. Wirft sie mit Burricks und Lama Jones ab. Warum das alles passiert ist. Oder mein Vater ist ein Löwe. Mein Vater ist Maschine. Bruder, der ist wie ich, Bruder, weißt du? Er hat mehr Ahnung von... Der ist da hinten im Foto gefangen. Der ist korrekt. Der ist chillig. Der redet nicht. Im Gesetz und so weiter und so fort. Aber Mütter sind nochmal da etwas anders. Ey, er hat einfach sein Auto als Hintergrundbild. Und er ist da zu sehen, ey, der Typ ist absoluter Kanone-Macher. Anders. Meine Mutter war sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Für die Leute, die noch nicht wissen, was passiert ist. Meine Freunde, heute Morgen um 7 Uhr morgens weckt mich meine Mama und sagt mir, zieh dich schnell an, geh sofort nach unten. Die Polizei ist bei uns zu Hause. Um 7 Uhr morgens, samstags. Ich dachte, meine Mutter prankt mich da. Ich sag, ist das dann? Ja, ne. Sind die wirklich hier? Sie meint, ja. Bis dato? Digga, 7 Uhr morgens, ich hab nicht mal an Shelly gedacht. Ich dachte jetzt, irgendwas ist vielleicht passiert, keine Ahnung. Ich hatte sehr viele Fragezeichen im Kopf. Ich zieh mich an, ich geh runter und ich höre, wie mein Vater sich mit denen so auf ganz locker unterhält, ne, so in der Küche. Ich geh so rein, sag, guten Morgen. Stehen da zwei Beamte vor mir, zwei Polizisten. Die sagen zu mir, guten Morgen. Wissen Sie, warum wir hier sind? Ich guck meinen Vater an, ich guck die an. Nee, was denn passiert? Stimmt das, dass sie Videos machen im Internet? Ja, richtig. Ja, wir haben hier, Bruder, die hatten so eine Mappe liegen lassen. So eine Mappe haben wir noch können. Ich dachte, ja, Polizeibeamte kommen mit so Mappen zu dir nach Hause. Ich dachte wirklich, ich bin ein Krimineller. Bruder, ich hab mich wie ein Krimineller gefühlt. Digga, ich dachte jetzt, die nehmen mich so mit, Bruder. Bruder, ich dachte, ich bin ein Krimineller. So, weißt du, so, die nehmen mich jetzt mit. Jetzt hab's vorbei mit YouTube. U-Haft oder so. Bruder, ich hatte richtig Eierflattern. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab mich trotzdem... Was hab ich gemacht? Bruder, ja, ne, was hab ich gemacht, dass um 7 Uhr morgens an einem Samstag die Polizei bei mir zu Hause ist, Bruder? Ja, ne, warum? Wieso? Die sagen mir, ja, sie haben Videos gedreht gegen einer Shelly. Ja, bitte unterlassen Sie das. Dafür müssten Sie um 7 Uhr morgens bei mir auftauchen. Reicht nicht, dass Sie mir einfach einen Brief schicken oder und bei uns Sie zu Hause anrufen? Nein, wir müssen hier hinkommen. Meine Theorie, beziehungsweise das, was ich denke, ist, dass Shelly auf jeden Fall ordentlich Theater gemacht hat beim Revier. Hat, ja, sehr viel... Ja, du gehst zum Revier, so als wäre das so Heimat. Und dann sagst du zu denen, ja, ey, wissen Sie was? Da ist einer, der macht Videos, die sagen, ja, wir klären das schon. Nein, nein, du musst schon eine Anzeige stellen. Theater machen beim Revier. Schauspielerei wieder betrieben, ne? Hat auf jeden Fall wieder die Szene auseinandergenommen, hat ihre Rolle übertrieben, hat behauptet, dass sie sich vielleicht was antun wird. Solche Sachen. Das kann ja aber auch jetzt nicht stimmen, ne? Die ist auf jeden Fall wieder zurück bei TikTok, ne? Und bringt jetzt auf jeden Fall ein Video raus, ein selbstbewusstes Video, dass sie, ja, nichts interessiert und dass wir weitermachen können mit den Videos. Komisch auf jeden Fall. Naja, alles schön und gut. Ich habe den Polizisten ein bisschen erklärt, was passiert ist, kurz zusammengefasst und die meinten, ja, wir können leider dazu jetzt nichts sagen, ne? Wir haben jetzt nur den Auftrag bekommen, hierher zu kommen und Bescheid zu geben, dass sie damit aufhören sollten. Bitte. Ja, ne, ich nehme denen das nicht böse. Weißt du, was ich meine? Die machen ja auch im Endeffekt nur ihren Job. Nur das, was Shelly gemacht hat, ist sehr, sehr, ja, ich sag mal, vorsichtig scheiße. Denn, Digga, ich hab eine Familie. Wallah, ich hab eine Familie. 7 Uhr morgens. Ja, nee, 7 Uhr morgens. Was ist das für eine Zeit, Bruder? Normalerweise um 7 Uhr morgens gehe ich erst schlafen. Bruder, ich weiß nur, ne, von Geschichten, die ich gehört habe, dass man um 7 Uhr morgens auftaucht, wenn man sicher sein will, dass diese Person auch da ist. Weil man die entweder mitnehmen möchte oder ein Haus durchsuchen oder sowas machen möchte. Aber ja, nee, beides war ja nicht da, Bruder. Die sind einfach gekommen, um mir zu sagen, dass Shelly auf jeden Fall bei den Amjas war und ordentliche Sachen erzählt hat. Was heißt ordentliche Sachen? Die hat auf jeden Fall sehr viel Gerüchte erzählt, ne? Jetzt wird da auf jeden Fall ermittelt gegen mich. Angeblich 3 Sachen, was ich sehr, sehr traurig finde. Ich darf jetzt nicht so krass darüber reden, aber ja, ihr werdet auf jeden Fall mitbekommen, was passieren wird, so, ne? Also Shelly, ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast, so. Keine Ahnung. Vielleicht hast du ja aus Emotionen gehandelt, aber es ist mir sowas von scheißegal. So etwas macht man nicht. Meine Mutter war sehr, sehr traurig. Ich schwör, ich habe mich um Grund und Boden geschämt. Aber mein Vater war egal. Bruder, mein Vater, der checkt auf jeden Fall. Der weiß, dass ich nichts Falsches mache, so. Ich habe auch nichts Falsches gemacht. Ich habe nichts Kriminelles gemacht oder so. Ja, ne, ich würde niemals irgendwas machen. Oder ich habe mich wie ein Verbrecher gefühlt, wallah. Ich dachte jetzt, die nehmen mich mit, ich komme in Habs, Bruder, die, keine Ahnung, ich komme in Urhaft oder so, dachte ich jetzt. Bruder, für was? Ja, wofür kommen die um 7 Uhr morgens zu mir nach Hause, Bruder? Also das ist auf jeden Fall krass, ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt, ha. Ja, ne, ich habe schon wirklich sehr viel mitgemacht, so, ne, ich mache das ja auch schon seit Jahren. Ich drehe ja schon Videos seit Jahren, Bruder, aber das ist wirklich noch nie passiert. Ja, komisch auf jeden Fall. Ich denke mal, dass Shelly als gefährlich eingestuft wurde, da die ja voll die Show abgezogen hat. Erst macht sie sich lustig über Leute, die... Gedanken haben und danach hat sie da selber irgendwie angesprochen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Jetzt ist sie auf jeden Fall wieder bei TikTok am Start und hat ein Statement gebracht und darauf werden wir... Aber wir dürfen nicht zu viel sagen. Ihr wisst, offenes Verfahren. Ich habe schon mit meinen Anwälten gesprochen, ne? Der Junko hat mehrere Anwälte. Nicht so ein Anwalt auf billig. Nein, nein, nein. 2 Stück. Manchmal auch 3, ne?
Der hat ein großes Business, eine große Familie. Ja, reagieren. Ich muss euch aber nur eine Sache sagen. Ich muss jetzt ganz ruhig reagieren. Ich will mich nicht noch mehr in die Scheiße reiten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hab Eltern, Digga, so. Ja, was hat die sich dabei gedacht, Bruder? Ja, nee, Hand, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Das ist nicht gelogen, was ich euch sage, ne? Wir waren wirklich hier um 7 Uhr morgens, Bruder. Ja, nee, mit Zilach hier und so, ne, Bruder? Ja, nee, so richtig wie... So richtige Polizisten, so mit Knarren, so, weißt du? Ein falsches Wort und der hat mir in den Kopf geschossen wegen Videos auf YouTube. Ich euch das erzähle, stellt euch das mal einfach vor. Ich sag euch ehrlich, ich war schock. Ich war wirklich schock, Bruder. Ja, ne, wäre ich kriminell, hätte ich eine kriminelle Vergangenheit, Bruder, dann tamam, okay, würde ich verstehen. Weißt du, was ich meine? Dass man da dann vorbeischaut und. Aber Bro, was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Ich mach doch einfach nur hier meine Unterhaltungsvideos fertig, Mann. Das war schon krass, Digga. Das war wirklich krass so. Und dann erwartet ihr von mir, dass ich jetzt Finale 4 raushau. Aber nachher wollt ihr, dass ich in den Knast komme? Schreibt mir jetzt alle unbedingt in die Kommentare Hashtag FreeJunko. Sehr, sehr wichtig. Ja, wallah. Das ist wichtig, Leute. Weil wenn die Amjas das sehen, dass alle FreeJunko schreiben, dann denken die, den nehmen wir nicht fest. Am Ende, die kommen bei uns diese Gefängnis, Alter, und die machen Gefängnis auf. Nein, 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 FreeJunko. Ey, FreeJunko. Mir, dass ich jetzt Finale 4 raushau. Aber nachher wollt ihr, dass ich in den Knast komme? Schreibt mir jetzt alle unbedingt in die Kommentare Hashtag FreeJunko. Sehr, sehr wichtig. Ja, wallah, ich komm noch in Habs, Digga. Ich sag's euch, wie es ist, Land. Töbe, töbe, Staffrullah, ich hoffe niemals. Aber Shelly hat ein Statement gebracht und wir werden jetzt drauf reagieren. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, lasst jetzt unbedingt ein Abo da. Schreibt FreeJunko, damit die Bullen mich nicht mitnehmen, Leute. Kommt. Schaltet die Glocke ein, sehr, sehr wichtig. Und bleibt von Anfang zum Ende am Start. Besorgt euch Chips, Meeps, Deeps, Popcorn. Lehnt euch zurück und genießt einfach nur dieses Video. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, in den letzten paar Tagen und Wochen ist sehr, sehr viel passiert. Nichtsdestotrotz bin ich wieder zurück und das dreimal so stark. Ich habe mich in den letzten paar Tagen viel mit mir selber beschäftigt, habe Zeit mit meiner Familie verbracht und habe da auch gemerkt, wie sehr ich das eigentlich vermisst habe, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und auch Zeit mit mir selber zu verbringen. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass du mal Zeit mit deiner Familie verbracht hast. Ich glaube, das hast du sehr lange nicht mehr getan, da du ja voll auf TikTok am Start warst und auf diese TikTok-Schiene hängen geblieben bist. Ich habe dir ja schon mal gesagt, Shelly, nimm diese TikTok-Szene nicht ernst. Nimm allgemein TikTok nicht zu sehr ernst, denn TikTok ist eine Plattform, da wird dir die Reichweite geschenkt. Bitte fühl dich auch nicht wichtig, denn wenn man Zahlen auf TikTok erreicht, ja nee, das ist wirklich kein Talent, das ist wirklich nichts Besonderes. So, versuch das mal auf einer anderen Plattform, dann merkst du auf jeden Fall, wie schwierig das ist. Wenn du es auf einer anderen Plattform geschafft haben solltest, dann krass, dann Respekt so. Aber TikTok, auf TikTok kannst du nicht flexen, weißt du, was ich meine? Da kann ich sogar meine Oma einen Account machen, die kann da backen. Ich schwöre auf alles, Bruder. Die ist ja auch noch voll unterhaltsam, meine Oma. So, seine Oma ist lustig so, ne? Er schwört, weil er kann in die Zukunft schauen, seine Oma geht viral. Die ist richtig lustig, die ist sogar lustiger als LeJunkos Vater. Oma, ne, die ist richtig cool. Ich schwöre auf alles. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, die würde 100.000 Follower so in einem Monat knacken. Ich sag's euch, wie es ist. Außerdem habe ich auch gemerkt, dass ich in den falschen Kreisen war und mich auch mit negativen Menschen umgeben habe, was sehr, sehr stark auf mich abgefärbt hatte. Um es offen und ehrlich zu sagen, ich habe mich selber verloren und wurde ein komplett anderer Mensch. Ich habe mich sehr, sehr ins Negative entwickelt. Sehr, sehr stark. Ich finde sehr, sehr gut. Sie sieht's. Ja, so, jetzt reagiere ich ruhiger, damit die Polizei sieht, oh, der LeJunko ist auch ein Netter. Er kann auch nette Sachen zu einem sagen. So, Polizei wartet auf Finale 4. Ey, der Oberkommissar, der sitzt da, Hand an seinem Schwanz und wartet auf Finale 4. Nur weil dir eine Sache nicht gepasst hat, so, du hast Gerüchte auf die Welt gebracht, du hast Gerüchte auf die Welt gesetzt, du meintest, beziehungsweise hast behauptet, dass ich meine Ex-Freundin geschlagen haben sollte, das hast du auch behauptet und das lasse ich nicht einfach so durchgehen, weißt du, was ich meine? Nur eine Sache möchte ich dir mitgeben, auch an alle anderen TikToker, auf die ich vielleicht in der Zukunft reagieren werde. Lasst euch das alles nicht zu nah dran, ihr lasst das alles bei euch zu nah dran. Ja, nee, ihr könnt doch nicht meine Worte ernst nehmen. Ja, geh mal weg, ja, Wallah, bitte geh mal weg, ja. Ja, nee, wer bin ich? Ja, nee, jetzt Hand aufs Herz, wer bin ich? An den Zuschauer, der mir gerade zuschaut. Du und ich, wir sind auf einer Linie. Wir sind gleich, Bro. Wir sind gleich. Oh, Rassist. Wir sind gleich. So, wir sind auf einer Ebene. Ich würde niemals im Leben sagen, ey, der ist unter meinen Eiern oder was auch immer. Wir sind alles auf einer Stufe. Wir sind alles Menschen. So, wir sind gleich. Auch der Oberkommissar. Wir sind gleich. Ich hab dem gesagt, okay, so, du hast Zillach dabei. Aber wir sind gleich. Ja. Egal, ob man 100.000 Follower hat oder was weiß ich was. So, diese Zahlen spielen keine Rolle. Wir sind gleich. Wisst ihr, wie ich meine? Deine Meinung ist genauso stark wie meine Meinung. Ganz einfach. Nur weil ich irgendwelche Zahlen habe und so weiter und so fort, heißt das nicht, dass meine Meinung mehr wert ist. Um Gottes Willen, nein, Shelly. Deswegen, warum lässt du das alles so nah dran? Scheiß doch drauf. Aber egal. Ich sag nur eins. Ich weiß nicht, wie hoch sich das jetzt noch schaukeln wird. Aber, Leute, für euch gibt's auf jeden Fall bald was Geiles. Sag ich euch so, wie es ist. Ich habe nichts Falsches gesagt, um Gottes Willen. Na, alles ist nur Spaß, alles ist nur Humor. Na, das hat mir der Oberkommissar gesagt. Der war korrekt. Der meinte, sie müssen das dann auch zum Ausdruck bringen in ihren Videos, dass sie nur Spaß machen. So, wir haben uns unterhalten. Der war korrekt. Ich habe den eine Runde mit meinem GT AMG fahren lassen. Ich bin auch nur ein Mensch, genauso wie ihr da draußen.
Ich mache auch Fehler, aber das Wichtigste ist, deine Fehler einzusehen und es besser zu machen und etwas daran zu ändern. Ich lasse mich nicht runterkriegen. Vor ein paar Tagen habe ich zwar noch geweint, doch jetzt sitze ich hier mit einem Lächeln, um euch zu zeigen, dass ich meine Emotionen nicht Alter, das ist so ein fertig geschriebener Text, Alter. Wer hat denn für sie geschrieben? verbergen muss. Musst du auch nicht, das hat niemand behauptet. Weißt du, was ich meine? Sag dir ehrlich, was du in deinen privaten vier Wänden machst, mit Männern und so weiter und so fort, Daniel, was du da erzählst. Das, was du zu Hause machst, das interessiert uns nicht. Aber Öffentlichkeit, kleine Mädchen schauen dir zu. Stell dir mal vor, du hast eine Schwester oder eine Tochter, die guckt das. Auf Gerüchte, erfindest irgendwelche Stories und dann wirbst du auch noch für eine Sugar Daddy und machst die kleinen Kinder verrückt. Das sind die einzigen Punkte, wo ich mir dachte, ey, ich muss dazu ein. Die kleinen Kinder, das ist es. Sugar Daddy App und kleine Kinder, Mädels machen dir nach. Nein, 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 das ist die Sache. Ein Video drehen, damit diese ganzen kleinen Kids dich nicht als Vorbild nehmen und sich so eine Scheiße nicht runterladen. Denn das kann sehr, sehr gefährlich enden, weißt du, was ich meine? Und das sage ich dir zum ruhigen Ton. Guck, ich kann auch anders, ich kann auch lieb sein. Ich kann auch nett sein, das habe ich dem Polizisten auch gesagt. Ne? Ich muss nicht immer provozieren, ich kann auch nett sein. Das ist gar kein Problem. So, gucken Sie mal. Aber manchmal, keine Ahnung, Freundlichkeit zeigt manchmal auch irgendwo Schwäche bei den einen oder anderen. Weißt du, was ich meine? Ich sag's euch, wie es ist. Manche sehen nett sein als Schwäche. Und das ist mir sehr, sehr oft aufgefallen. Aber ich sag dir mal eine Sache. Niemand auf dieser Welt kann mich stoppen. Keiner kann mich stoppen außer Allah. Wenn ich meine, ich bin im Recht. Keiner kann mich stoppen außer Allah. So. Nicht mal die Bullen mit Zillah können ihn stoppen, Leute. Boah. Boah. Recht, wenn ich meine, ich bin im Hack, dann sage ich das so. Lache, dann lache ich. Wenn ich weine, dann weine ich. Ich zeige euch offen und ehrlich, wie ich empfinde und wie ich fühle. Das ist auch gar kein Problem, Shelly. Das ist wirklich gar kein Problem. Nur wieso du das zeigst, ist ein anderes Thema. Du hast deine Emotionen gezeigt, beziehungsweise deine Emotionen hast du ja gefälscht. Ich habe ja im letzten Video eine Sache eingeblendet, wie du deinem Freund, ne, der eine Power Ranger-Typ, du hast den gezeigt, wie du dein Video schneidest und wie du Filter reinknallst. Und hast ihn auch noch gefragt, ob das Video echt aussieht. Das heißt, du hast deine Tränen gefaked, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Du bist auch nicht die Einzige, die das auf TikTok macht. Aber das ist schon echt asozial, weil du hast den Nika-Irani-Move versucht bei mir zu machen. Die Leute auf deine Seite zu bringen, indem du versuchst jetzt. Ich mache. Guck mal, Polizei meinte, sagen Sie aus. Dann habe ich gesagt, gucken Sie Finale 4 auf meinem Kanal. Da werde ich meine Aussage machen. Ihr unterschätzt denn, ihr habt keine Ahnung. Fivehead. Er hat ein Haus gekauft für seinen Vater und seine Mutter. Irgendwie, keine Ahnung, zu weinen und so weiter und so fort. Du hast gar nicht das Recht dazu, wegen sowas zu weinen. Du bist die Letzte. Du bist vor die Kamera gegangen, hast gesagt, dass ich so, so, so bin, dass du mich angeblich zerstören möchtest, dass ich ein Freier bin und so weiter und so fort. Ich habe eine Familie, die sehen vielleicht auch deine TikTok-Videos. Denkst du, sie. Du bist frei, doch ich bin freier. Finden das schön? Nein, natürlich. Meint ihr, in diesem Video wird der Shellys Vater für 30 € klatschen? Ich nicht. Auch wenn sie wissen, dass das zu 1 Million% nicht stimmt. Trotzdem ist es schlimm, meiner Meinung nach. Das ist was ganz Normales. Das ist was Menschliches. Ihr seid meine Community. Ich muss euch nicht zeigen, dass alles perfekt läuft bei mir. Wenn wir weinen, dann weinen wir zusammen. Wir weinen zusammen. Wir lachen zusammen. Wir sind eine Community, eine Umma. Gemeinschaftsgefühl, Leute. Niemand hat dich in die Ecke gedrängt und niemand hat dich fertig gemacht. Einfach so, um Gottes Willen. Warum? Du bist auch ein Mensch. Du bist auch irgendwo eine Seele. Weißt du, was ich meine? Kein Mensch auf dieser Welt hat es verdient, irgendwie in die Ecke gedrängt zu werden und so weiter und so fort. Aber wenn dann eine Shelly kommt und dann Werbung macht für Sugar Daddy Apps, wo dann, keine Ahnung, ältere Mütter sich bei mir melden. Ältere Mütter schreiben ihm sogar. Die sagen, ey, kannst du ein Video gegen die machen? Ältere Mütter. Damit ich der Polizei zeige, ich helfe Menschen sozial. Mütter melden sich bei mir. Ich bin auf einer ganz anderen Ebene. Stehst du? Stehst du? Stehst du? Stehst du? Ich werde mir gleich ein Messer in die Kehle rammen. Und fragen, was diese Sugar Daddy Apps sind. Weißt du, wie viele Mütter sich bei mir gemeldet haben? Mütter, Mütter sagen, ey, meine kleine Tochter, ich habe auf ihrem Handy die Sugar Daddy App gefunden, weil ich das nicht selber googeln kann. Ich bin eine Mutter. Ich sehe Sugar Daddy App, aber ich google das nicht. Ich frage den Janko. So, Sugar Daddy? Ich könnte das jetzt googeln, dann würde die Definition da stehen. Nein, nein, ich schreibe den Janko, ich bin eine Mutter. Ey, ich schwöre, keine einzige Mutter hat ihm geschrieben. Der labert so eine Scheiße. Wegen die Shelly sich gefragt haben, wieso die diese Apps bei sich auf dem Handy haben. Dann selbst diese 17-jährigen Mädchen haben gesagt, ja, wir haben das von der TikTokerin Shelly. Ist gar kein Problem. Mütter schreiben mir wegen Apps, Alter. Oh, hallo? Ja, wer ist denn da? Ja, ich bin die Mutter von. Ja, hallo, wer ist denn da? Ja, ich bin die Mutter von Aishegül. Ja, was kann ich denn für Sie tun, der Janko hier? Ja, meine Tochter hat Sugar Daddy App. Wissen Sie, was das ist?
Ah, ja. Woher hat sie das denn? Ja, die hat Shelly geguckt, hat sie uns gesagt. Ah, okay. Und sie nehmen einfach das Handy von ihrer 17-jährigen Tochter. Ja, manchmal nehme ich das Handy. Okay. Ja, das ist so eine App, da kann man sich verkaufen und kriegt von älteren Männern Geld. So, die bezahlen einen für Dates, Treffen, für Unterwäsche oder so. Ja. Kein Problem. Ich mache das doch gerne. Ich werde das auch in meinem YouTube-Video erwähnen, okay? Ja, mache ich. Ey, wen will er verarschen? Wen will er verarschen? Wen willst du verdammt nochmal verarschen? Wenn es so weit kommen sollte, werde ich es euch alles zeigen. Ich werde es auch einer bestimmten Person zeigen, falls das mal eine höhere. Okay, ey, ich muss euch eine Sache sagen, okay? Die 8-jährige Tochter von meinem Kollegen hatte das auch auf ihrem Handy, die Sugar Daddy App. Und sein, nicht die Mutter, der Vater hat dann Lejanko angeschrieben und hat ihn gefragt, was das ist. So, jetzt ist es raus. Viele schreiben ihm. Diese Menschen werden am Ende am meisten gehatet. Ja. Das ist das Schlimme, weil ich verstehe zum Beispiel bei vielen den Hype nicht. Auf TikTok, sag ich dir ehrlich, ich verstehe das nicht, weil die können nix. Oh, jeder labert dasselbe. Ich verstehe den halt nicht, der kann nichts. Ja, was kannst du denn? Was kannst du denn? Doch, du kannst dich schön schminken. Ja, Atay, Yami Boon. So richtig gut geschminkt und bist unterhaltsam, sehr witzig, hast viele Stories. Und Nikomakakakba. Denkst du wirklich, ich nehme deine Worte ernst? Um Gottes Willen, nein, wenn du in dieser Szene. Sein neues Wort, Gottes Willen, um Gottes Willen. Oh, das hat er bestimmt der Polizei gesagt, um Gottes Willen. Keine Psychose. Wirklich stattfinden möchtest, dann musst du auch versuchen, Sachen einzustecken, weil du bist ja auch die ganze Zeit nur am Verteilen. Dann wundere dich nicht, bitte, ja? Bist ja voll anders, du bist ja voll cool. Weißt du, Social Media ist einfach so eine Plattform, man kann so leicht Leute hier provozieren. Und manche checken immer noch nicht, dass TikTok so eine Sache ist. Man provoziert einfach. Das checken wir nicht. Das checken die Leute null. Famos, ich bring dir das bei, wie man das checkt. Check 24! Jetzt mit Check 24 check du, ob du es checkst, dass dich Leute provozieren. Check. Ich schreibe gleich ganz viel Checks. Nicht mehr genossen hast, du hast keine Zeit mehr mit deiner Familie verbracht und das alles nur wegen TikTok. Also ich sag dir ehrlich, Bruder, nimm mir meine Uhr weg, nimm mir mein Auto weg, nimm mir alles weg. Ihr, die Uhr, die Uhr, die meine ich gerade. Nimm mir meine Uhr weg, 10.000 Euro Rolex. Mein Auto, ne, kostet 60k, ne? So, egal. Nimm auch weg. Das steht hinten in der Garage. Ich will jetzt nicht flexen, dass ich viel habe oder so. Deshalb sage ich ja, nimm mir alles weg. Hauptsache, ich bin bei meiner Familie. Sag's euch, wie es ist. Familie ist Nummer eins. Familie steht über Geld. Ich hab Rolex, ich hab ein Auto, ich hab 1000 Euro Moncler Jacke. Aber das ist mir egal, meine Familie Nummer eins. Priorität Nummer eins. Wie kannst du wegen einem Blatt Papier, wegen Geld auf deine Familie? Diese Papier, weißt du, Geld ist ja aus Papier gemacht. Nur mit einer Zahl drauf. Das brauchst du eigentlich nicht. Geld ist unwichtig, das braucht man nicht. Übertreib die Rolle von Geld. Kranke Dinge dabei rausgekommen sind, ist echt heftig, Digga. Ekelhaft. Aber ja, wir müssen jetzt erstmal warten, ne? Ihr wisst warum. Einfach abwarten und Tee trinken. Es wird aber auf jeden Fall wild. Weißt du, was ich meine? So, eine Zuschauerin von mir hat ein Experiment dort gemacht. Sie hat ein bisschen Geld gesammelt, so, aber nicht, weil sie eine Nutte ist oder so, die Schappe. Ne? Diese Zuschauerin, so, die hat nicht das Geld angenommen, weil sie eine Schappe ist, weil sie eine Hure ist, diese Hure. Nein. Die hat das gemacht, um zu gucken, was für Leute sich da rumtreiben, ob die Männer gefährlich sind. Nein, ich will nicht sagen, ich bin ein Engel, aber man sollte sich bessern, sag ich dir ehrlich. Und ich bin Gott sei Dank so eine Person, wenn ich Fehler mache, ich stehe gerade und ich entschuldige mich. Weißt du? Das ist das einzige Korrekte, was du machen kannst am Ende des Tages. Ja. So. Es gibt ja nichts anderes. Man muss auch zu seinen Fehlern stehen, um sich weiterzuentwickeln. Weißt du, wie ich meine? Ja. Danke, Alexandra. Ich handle auch voll oft aus Emotionen. Und das ist so eine Sache, die ich. Ey, enta tawrasa kushiye fakke tawhada. Tafkiru tawhada ushiye. Yfakker fi zbub. Tau gaad live u yfakker fi zbub. Yhab yugad fuq zbub. Ja, korrekt. Korrekt, 2023. Ist korrekt, man sollte zu allem stehen, was man ist. Gefällt mir mit seinen Augen und seinen Lippen. Ne? Tfadl. Hier, bitte, komm. Nicht viel diskutieren. Auch lernen muss. Das ist zum Beispiel richtig schön, wenn ich sehe, Menschen wollen
sich ins Bessere verbessern oder sagen, was deren Fehler war, weißt du, oder... Boah, ich will ihm in die Lippen beißen, wenn er mit seinen Haaren rumspielt, der macht mich geil. Aus ihren Fehlern lernen wollen, aber ich bin zum Beispiel... Ja, oh, mach weiter so. Ja, Ujal Qahba. Niemals so eine Person, dass ich jetzt irgendwo anders hingehen müsste oder in einen Livestream oder... Und dann über jemanden auspacke. Boah, ich will den einmal durch die Haare gehen, ne? Dieser nicht-binäre Typ längst, üff, unglaublich. Ihr habt der Jukel bis so quer als Bub von den Haar. Ich habe Erfahrungen gesammelt, aber mach dir dein eigenes Bild. Okay, wieso hast du das dann nicht bei dieser Assetto gemacht? Wieso hast du das dann nicht bei den ganzen anderen TikTokern gemacht? Wieso bist du direkt straight reingegangen und hast übertrieben, hast Vater beleidigt, Mutter beleidigt und von diesen einen Dylan? Heißt der Dylan? Weiß ich nicht. Du hast ihn auf jeden Fall auch bis aus Tode beleidigt, Digga, und das war nicht korrekt. Du hast auch seine Eltern mit reingezogen. Wer weiß, wie es seinen Eltern geht? Keine Ahnung, ich kenne ihn. Ich weiß auch nicht, wie es seinen Eltern geht. Und deshalb habe ich euch gesagt, Leute, informiert euch immer vorher über die Eltern, bevor ihr die beleidigt. Ne? Seid wenigstens korrekt beim Beleidigen. Junge nicht, aber du weißt es doch nicht, deswegen passt doch auf, was du sagst. Du könntest vielleicht die eine oder andere Person treffen, vielleicht weint er danach im Livestream. Oder vielleicht weint er danach im Bett, weißt du ja nicht. Weißt du, ich meine, was der privat macht? Aber pass einfach auf, was du sagst, es gibt Dinge, die sind gefährlich. Ja, auch nicht irgendwelchen besonderen Content, dass ich sagen kann, hey, es ist etwas, das super lehrreich ist oder... Hey, Chat, ich beleidige euch auch manchmal. Irgendjemand von euch, der keine Eltern hat... Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich sage, du zum Beispiel nicht. Weil ich will nicht mehr dieses Unkorrekte sein und so hier im Stream. Ne? Schreibt mir in den Chat so, der keine Eltern hat, ich beleidige die nicht mehr. Oder ich sage, ihr seid alle schöne außer du, du und du. So, ich will mich auch ein bisschen weiterentwickeln auf korrekt. Etwas, was ich inspirierend finde. Also du findest Shellys Content inspirierend und lehrreich für die Jugend oder was? Indem sie Sugar Daddy Apps runterlädt. Ach so, okay. Ja, Mann. Ja, aber warte, Erjan, sind deine Eltern gesund? Hat deine Mutter Schnupfen? Hat die Fieber? Frag die mal. Geh die mal fragen, so sagst du. Anne, so, du bist gerade am Schlafen, du bist müde, aber ich muss wissen. So, damit ich weiß, ob dich nächstes Mal jemand auf der Straße beleidigen darf. So auf korrekt, so ein bisschen so... Schwei. Weil wir wissen nicht, wie in meiner... dieser gottverdammte Bastard, Alter, ey. Vielleicht erfährst du das ja, wenn ich eine Bestrafung bekomme. Hä? Lass uns matchen, vielleicht erfährst du... Wenn ich gewinne, du löschst TikTok für ein Jahr. Wir wollen doch was Gutes tun für TikTok. Hätte ich das jetzt gesagt, aber dann kommen die wieder zu Namjoos gerannt und irgendwas wäre... Ja, guck mal, was andere Leute zu ihr sagen dürfen und ich nicht. Passiert. Ich schwör auf alles. Bei jeder Kleinigkeit, die versucht mich jetzt einfach hops zu nehmen. Aber so leicht ist das nicht, Shelly. Menschen sind nicht dumm. Menschen recherchieren, bevor sie irgendetwas machen. Aber abwarten und Chai trinken. Denk nicht nur, weil jetzt irgendjemand mich morgens geweckt hat, dass das jetzt die ganze Zeit so sein wird. Und dass ich jetzt meinen Mund halten werde, wenn ich was zu sagen habe. So, da, die kamen von da hinten, die mich geweckt worden haben, ne? Ne, wir haben keine Angst. Wir machen ein Video, wir nehmen ein bisschen die Luft raus und danach explodieren wir. Aber dann sage ich das. Und das ist ja auch keine Straftat. Ich darf ja öffentlich sagen, was ich möchte. Ich begehe ja keine Straftat, indem ich meine Meinung sage. Es ist so. Kannst du selber googeln. Niemals im Leben. Google, ich habe Google eingegeben, Polizei wegen Videos bei mir. Bei gute Frage stand, Meinungsäußerung ist dein gutes Recht in Deutschland. Akte, diese Akte, zugemacht. Verpisst euch, Amjas. Du mit Zillach, ich steck dir das in deinen Arsch nächstes Mal, hat er sich gedacht. Okay, wenn du verlierst, schreibst du Gött auf deine Stirn. Und wenn ich gewinne, was schreibst du dann auf deine Stirn? Sag du. Kanyavi. Ich wusste das. Lass mal bitte alle YouTuber schon mal raus, da bin ich raus. Guck mal, Shelly, nur ein kleiner Tipp an dich, Tamam. Nur ein ganz kleiner Tipp an dich. Wieso nimmst du das nicht auf die leichte Schulter und machst einfach... Ja, so, warum machst du nicht mit? Nimm das doch auf die leichte Schulter, ein Tipp von mir. Ich geb dir Nasiha mit auf den Weg. Mach deine Maniakist raus. Warum machst du nicht einfach so? Wieso verarschst du uns nicht einfach? Du hättest, ne, mit diesen ganzen Sachen uns schon lange hops nehmen können, aber du machst es einfach nicht. Du nimmst die Sache zu ernst. Lach doch ein bisschen über dich selbst. Ich weiß, ich lach sehr, sehr oft über mich selbst. Ich kann auch über mich selbst lachen. Lern das mal. Versuch. Ich lache über mich selbst. Ich guck Heikels Reactions und denk mir, ey, der ist korrekt. Der hat nichts Schlimmes gesagt. Der macht ein, zwei Witze so über mich, aber okay. Ein bisschen sympathischer an die Sache ranzugehen. Nimm nicht jede Silbe ernst, Mann. Bleib mal ein bisschen gechillt, ja? Diese ganzen TikToker, YouTuber, die auf dich reagieren, die haben gecheckt, mit was für Sachen die dich treffen. Ja, um Gottes Willen, die wollen dir nichts Schlechtes. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Gottes Willen. Und die haben dich so im Griff. Lass das nicht alles so nah dran an dir. Nimm das mal auf die leichte Schulter, was los? So, sehen Sie, Herr Kommissar, ich habe ein Video gemacht. Ich habe dir Tipps gegeben. Ich war korrekt. Können Sie die Sache fallen lassen? Ganz normal. Da ich ja nichts anderes kenne, ist das was Normales.
Finde ich schön. Deswegen frage ich dich ja, wie ist das bei dir, weil du ja die zwei Seiten kennst. Ja, also von der, also ich finde auch diese ernste Seite viel, viel besser und viel, viel gefühlsvoller. Aber manchmal, ja, aber wenn man dann, also bei mir war das so, wenn man sich dann wirklich öffnet und das Herz öffnet, spielen die Leute dann. Deswegen habe ich gar keinen Bock mehr auf diese Schiene. Das ist die Sache. Ich öffne auch nicht mehr mein Herz für Frauen. Die spielen nur mit mir. Das verletzt mich. Deshalb, jede Frau ist eine Eintagsfliege für mich geworden. Wird gerade Wunden bei mir aufgemacht. Merkt ihr, die können, wenn die so anders reden, so, die können dich gefühlstechnisch mitnehmen. Le Janko, Shelly Maschelli, so anders. Seit einigen Jahren, und ich kann dir eine Sache versichern, du wirst mit der Sache nicht so weit kommen, dass du mich irgendwie auf die Knie kriegst. Du wirst mich nicht so weit runterkriegen, dass ich mich irgendwie bei dir entschuldigen muss. Denn ich finde, ich muss mich nicht bei dir entschuldigen. Denn du hast auf jeden Fall Sachen rausgehauen, gehen unter die Gürtellinie und das kann man einfach nicht verzeihen. Dennoch wünsche ich deiner ganzen Familie alles Gute und ich hoffe, dass sie irgendwie nicht eingeschränkt wurden wegen deinen Videos. Ich sag's dir, wie es ist, deine Familie kann nichts dafür und ich habe auch von links und rechts erfahren, dass deine Familie eigentlich sehr, sehr lieb ist und du eigentlich... Von links und rechts habe ich erfahren, so. Ich saß, Telefonate kamen rein. Ey, Bruder, hör mal. So, du sagst immer der Vater und die Mutter, aber die sind eigentlich korrekt. Die Mutter ist korrekt. So, die hat Schnupfen. Beleidige die nicht. Der Vater ist eine Woche krank geschrieben. Der hat ein bisschen was mit dem Rücken. Mach nicht mehr so bei der Familie. Eigentlich nur der, in Anführungsstrichen, der schwarze Schaf in der Familie bist und ja, nur Kacke am Baum bist. Ich hoffe, das ändert sich ja jetzt, ne? Du hast ja jetzt gemeint, dass du dich ändern möchtest und ich find's sehr, sehr gut. So, wer weiß, ne? Vielleicht nimmt ihr das ja ernst, so, keine Ahnung, ne? Ja, Leute, was soll ich euch dazu sagen? Ich kann euch nur eine Sache sagen. Schaltet die Glocke ein, sehr, sehr wichtig, ne? Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert jetzt unbedingt diesen Kanal. Ladehemmung. Tak, 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 kommt nichts. Und? Jetzt, meine Freunde, fängt's erst richtig an. Ist ja nicht schlimm, ne? Ich will alles nur Unterhaltung, alles nur Spaß. Abwarten und Chai trinken. Ladehemmung. Fuck. Vorbei. Seht ihr, der Schuss kommt immer.